Und wenn es nicht so traurig wäre, wäre es anders zu lachen, dass ausgerechnet Sie hier über die Bewahrung des demokratischen Kurses diskutieren wollen. Das ist doch mehr als scheinheilig, wenn ausgerechnet hier Sie die Grenzen der Meinungsfreiheit zelebrieren wollen. Warum beantragt ausgerechnet die AfD diese Aktuelle Stunde? Das ist, als würde Jack the Ripper sagen, verbietet Messer. Das ist wirklich an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten, was Sie hier machen. Die CSU-Politikerin Dorothee Bär hat der AfD im Bundestag in einer emotionalen Rede schwere Vorwürfe gemacht. Hintergrund war ein Antrag der AfD-Fraktion zum Thema Meinungsfreiheit im Internet. Dabei kam sie auch auf den Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke von Juni 2019 zu sprechen. Für die Staatsministerin trägt die AfD eine klare Mitschuld an der Tat. Sie und Ihre Verbündeten sind diejenigen, die das Gift in alle Netzwerke träufeln lassen. Schauen Sie doch mal nach Kassel. Schauen Sie nach Kassel, wo heute ein Urteil fiel. Ein Urteil über einen, der sich von Ihren Worten angesprochen, von Ihren Worten ermuntert gefühlt hat, der Ihren Worten jene Taten folgen ließ, von denen Sie sich natürlich wieder distanzieren. Wir haben ja nur geredet. Wir haben ja nur den Boden bereitet für einen, der glaubte, dass es folgerichtig ist, Walter Lübcke zu erschießen. Für mich haben Sie mitgeschossen. Im Prozess um den Mord an Walter Lübcke fiel am Donnerstag das Urteil gegen den Hauptangeklagten Stefan Ernst. Der 47-Jährige muss lebenslang in Haft, nachdem er den CDU-Politiker, der sich in der Vergangenheit für die Aufnahme von Geflüchteten und gegen Rechtsextremismus stark gemacht hatte, am 2. Juni vor dessen Wohnhaus erschossen hatte. Als Bär schließlich auf die Gedenkstunde im Bundestag am Mittwoch für die Ermordeten des Holocaust zu sprechen kam, konnte die CSU-Politikerin ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. Sie bringen es doch noch nicht mal fertig, wenn hier an diesem Pult, wenn hier in diesem Raum Reden gehalten werden, um gegen Antisemitismus vorzugehen. Schauen Sie doch mal, was gestern hier passiert ist im Parlament. Hier sind Holocaust-Überlebende und Sie bringen es nicht fertig, aufzustehen, zu klatschen und zu sagen, nie wieder. Das schaffen Sie einfach nicht an der Stelle.